Hey Freunde, was geht? Willkommen zurück hier bei God of War. Und die Sonne ist da. Ja, hier haben wir den Rat der Walküren oder kein Rat der Walküren gefunden. Und ich würde sagen, unsere Reise trägt uns jetzt weiter in Richtung, was auch immer wir machen wollten. Ich weiß, wir haben hier eine Hauptaufgabe und wir haben auch noch diverse Sidequests, ne? Wir haben einmal hier Familienangelegenheiten. Eine Möglichkeit finden, das Gitter zu öffnen. Ne? Das Gitter. Und wir haben einmal hier Deus Ex Machina. Malachit. Die Frage ist, wie zum Fick kommen wir da hin? Die Flusslande. Bin wirklich so ein bisschen überfragt. Auch bin ich überfragt, sind wir hier gar nicht rein? Fafnirs Schlucht. Ich würde nämlich gern, bevor wir mit der Hauptstory weitermachen, erstmal die Sidequests machen. Ihr wisst, wie ich bin. Zack. Scheiß auf die Vögel. Bitte behandelt den Wetzstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist eine unbezahlbare Reliquie. Hey Sindri, kennst du schon Mimir? Wenn du den abgetrennten Kopf meinst, der mir zuzwinkert, bitte halt ihn weg. Das kann unmöglich hygienisch sein. Oh, sehr nett. Auch schön, dich zu sehen, Sindri. Arschloch. Oh. Ist das einer meiner geflochtenen Mistelpfeile an deinem Köchergurt? Ein Andenken an deinen Freund Sindri? Ich bin ja so furchtbar gerührt. Genau deswegen haben wir den da dran. Bereit und bereit. Okay, können wir denn... Nee, wir haben keine... Oh, was ist mit dir, Kleiner? Gehärteter Swatterpfappelhelm. Oh shit, da brauchen wir dasselbe, was wir für den Bogen brauchen. Dann würden wir natürlich aber erstmal den Bogen freischalten, wenn wir das mal bekommen. Ein großer Fehler. Bevor wir da die Tiers-Armrüstung verbessern. Ich weiß momentan, wir könnten schon uns Rüstung zusammenbasteln, mit der wir quasi unkaputtbar wären. Oder relativ unkaputtbar. Aber ihr wisst, wie ich bin. Ihr kennt es vielleicht auch noch aus den ganzen Dark Souls Games, die wir gezockt haben. Junge, hierher. Jawohl. Das haben wir übersehen? Never. Noch eine von diesen Karten. Wo zum Fick ist das? Die Lichtalben wachen über Midgard, während wir aus Alfheim kommen. Die meiste Zeit verbringe ich an diesen Außenposten und hier werde ich sterben. Alfheim? Da kommt Alf her, ne? Können sie noch nicht reisen. Ich frage mich, wann wir das freischalten. Ich hoffe, dass wir das nicht erst freischalten, wenn wir mit dem Game durch sind.
Das sieht interessant aus hier. Wow, wie eine komplette Stadt unter Wasser. Ja, Kleiner, eine vergessene Stadt. Wie hieß sie? Hab's vergessen. Hab's vergessen, Klassiker, ja. Okay, hier haben wir wieder so einen Teil. Stat-Verbesserung. Ja, deswegen erkunden wir ja gerade den ganzen See. Abklingzeit verbessert. Wir können hier anlegen. Ja, hier ist ein Dock. Hier ist Geld. Da ist irgendwas im Wasser. Da ist auch nochmal ein Dock. Nordriklamm. Alright. Von allen Orten, wo ich nicht sein soll, ist das der Ort, wo ich am meisten nicht sein soll. Also sind wir hier. Etwas da oben? Ich weiß nicht mal, warum wir überhaupt einen Zugang zu dieser Zugang zu dieser Höhle haben. Aber ich glaube, das führt uns wahrscheinlich zu der Nebenquest. Also war es eine ganz gute Entscheidung, hier lang zu gehen erstmal. Oh, damn. Oh, das geht tief rein. That's what she said. Klar ist er hier. Okay, da können wir vielleicht später durch. Da oben ist ein Odin-Auge. Können wir mal kurz anlegen. Bitte behandelt den Wettstein mit der größten Vorsicht, wenn ihr ihn habt. Er ist ein unbezahlbarer Ruhm. Ich habe immer das Gefühl, ich muss die aktivieren, aber ich muss es nicht, ja? Ich fühle mich dann einfach ein bisschen besser, um ehrlich zu sein. Ich begreife immer noch nicht, wie man den eigenen Vater töten kann. Das ist doch verrückt, oder? Ich weiß, wir kennen nur eine Seite der Geschichte, aber bitte, den eigenen Vater? Ich meine, klar, ich bin manchmal sauer auf dich, aber... Bist du? Ich meine, manchmal, ja, ein wenig, aber ich steche dir kein Messer in den Rücken. Nein, das wohl nicht. Ich sehe etwas im Wasser. Aber anlegen konnten wir dann nicht, ne? Ja, da oben schon Gegner. Dieser Clan wollte wirklich nicht, dass jemand reinkommt. Wie sollen wir bloß hier durchkommen? Es muss einen Weg geben, das Tor zu heben. Vielleicht mit dem großen Wasserrad. Das glaube ich auch.
Okay. Direkt hinter dir! Symbol der List. Brauche ich nicht mehr. Okay. Immer schön umgucken, wir wollen ja nicht irgendwas übersehen. Ist auf jeden Fall wieder ein Haufen von dem Scheiß. Oh, nice. Lassen wir mal liegen, für wenn wir es brauchen. Mist, hab mich getroffen, wollte mein Junge schaden. Von hier aus können wir... Was ist das? Was ist was? Was ist was? Was ist was? Was ist... Was ist was? Ah. Ich glaube, ich werde langsam besser. Ja, aber nur langsam, Junge. Sehr, sehr langsam. Okay, wir haben die Tore geöffnet. Wir bekommen auch immer wieder Weltenschlangenschuppen. Können wir eigentlich gucken, was das ist? Ressourcen. Wir haben ja Springerrüstungssplitter, Surtr-Wappen, Opfer für Tier. Drachenzahn. Ich glaube, Spezialgegenstände ist alles, womit wir nichts selber machen können. Bin ich doof? Ich habe gerade gedacht... Nee, es ist Weltenstaub. Für Talisman-Verbesserung.
Dient zur Verbesserung von Knäufen. Okay. Ich dachte, das wäre was Krasseres. Okay, dann springen wir jetzt hier wieder durch. Wie kommen wir da hin? H, X, kaputtes N. H, X, kaputtes N. H, X, kaputtes N. Ich glaube, das müssen wir uns mal merken. Ich schreibe mir das mal auf. Vielleicht wird das irgendwann mal wichtig. H, X, kaputtes N. Ja, wer weiß. Immer gut, einen Zettel hier zu haben. Zumindest können wir ja jetzt hier durch. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Echt? Für so ein bisschen Hacksilber? Na, weiter geht's doch nicht. Ich mag das Klettersystem in dem Game. Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, ne? Wann bist du wütend? Was? Auf mich. Wann? Oh, naja, manchmal. Wenn du mir etwas nicht zutraust, obwohl ich es kann. Es ist nicht immer einfach, die Stadt. Schon gut, verstehe. Ich bin klein. Wo ist nur dieser Wetzstein? Okay, da brauchen wir Elektroschuss. Oh, fuck. Scheiß, die Wand an. Der denn da? Ich dachte, sie haben uns. Uns hat nie irgendeiner, Junge. Was ist das?
Festers Helm? Ich sag immer Helm, wenn da Schal steht. Ich weiß auch nicht. Irgendwas können wir da machen. Guck mal. Keine Ahnung für was, aber wir haben es getan, Freunde. Okay. Das haben wir auch. Und dann geht's hier weiter, so wie es aussieht. Ich finde es interessant, die Kämpfe sind für uns meistens gar nicht so extrem bedrohlich, außer vielleicht ein, zwei Kämpfe manchmal. Aber mehr so extrem chaotisch, ne? Junge. Kennt man die Resla Farmor? Klar kennt man. So kennt man die brutale Geschichte dieser Lande. Vor der großen Flut und vor der Verwüstung lebten die Menschen friedlich in Midgard. Tote blieben tot, Draugr waren eine Seltenheit und Zelda-Magie wurde als schändlich angesehen. Die Resla Farmor pflegen die alten Bräuche. Bei ihnen bemisst sich der Wert eines Mannes an seinem Umgang mit dem Schwert. Stärke, unsere höchste Tugend. Dies sind raue Lande und hier ist kein Platz für die Schwachen. Die Starken werden im Leben und im Tod obsiegen und zu den Einherja nach Valhall gelangen. Nur die Starken, nur die mutigen Krieger kommen nach Valhalla. Die Schwachen werden ein mageres Dasein führen und zu den Unwürdigen in den Tiefen von Helheim kommen. Die Hölle. Dies ist der Kreislauf des Lebens, bis Ragnarok kommt. Das ist hart. Sie klingen ungefähr so freundlich wie ein Rudel Bulba. Okay. Wir wissen ja, dass Ragnarok kommt. Spätestens seitdem wir wissen, dass dieses Jahr God of War Ragnarok rauskommt. Ne, Ragnarok quasi das Armageddon, Alter. Huh. Ich höre ein Odins Auge. Schau mal kurz hier runter. Ich glaube nicht, dass das hier der Weg ist, der uns tatsächlich ans Ziel führt. Zumindest können wir hier einen Haufen Sachen. Oh, da ist ein Schiff.
Tja, ist irgendwo hier. In der Richtung. Das ist Odins Auge. Hier ist die Truhe, die wir gesehen haben. Nice. Wir bekommen die ganze Zeit einen festen Stahl, aber keinen gehärteten. Und wir brauchen den gehärteten, glaube ich, um weiterzukommen. Ich sehe aber nichts. Es lohnt sich immer überall mal ein-, zweimal durchzulaufen mit offenen Augen. Okay. Ich dachte erst, es wäre auch so ein Nachtmahl, was so auf dem Boden lang schwebt. Und dann sah es doch sehr wolfmäßig aus. Wollte mal gucken, wie weit es ist. Okay, Nachtmare, Wölfe. Erfahrung. Was ist da drüben passiert? Das ist eine gute Frage, was da drüben passiert ist. Sieht nach Ärger aus. Es sieht verdammt nach Ärger aus. Und es kommt noch härter. Wir wollen über die Erde regieren. Oder so ähnlich. Das ist der Sohn. Oh shit. Von dem Geist? Wirklich? Das Siegel. Es passt zu dem Dolch, den sein Vater im Rücken hatte. Er hat gekämpft, es aber nicht geschafft. Er auch nicht. Bin kein Arzt, aber ich glaube, der ist tot. Es war Verrat. Verrat erzeugt Verrat. Dass der Junge seinen Vater ermordet hat, hat ihnen wohl nicht gefallen. Er wollte ein Anführer sein und verlor sein Leben. Mag sein. Da, Kleiner, zu seinen Füßen. Der Wetzstein. Oh, nice. Ja, damit schlugen sie ihm den Kopf ein. Wirklich? Oh, scheiße. Shit. Dude, lass mich doch mal kurz. Ja, Handy ist gut. Mach den da oben weg, der macht mich wahnsinnig. Bin soweit. Okay.
nicht so zäh wie ich. Seh nix! Oh. Eine schöne Bescherung. Halt die Fresse! Mach dich bereit! Oh, oh. Was? In meiner Combo. Da kann ich mich nicht bewegen. Cheater. Alter! Wenn du gut so ins Ziel! Mag dich nicht. Hier war doch irgendwo Leben, Alter. Ich weiß doch, dass hier irgendwo Leben war. Ich seh nix! Da ist Leben. Da ist Leben. Das hat er gemerkt. Das hat ihm nicht gefallen, Alter. Haben will, muss er sehr nützlich sein. Tja, kleine Herrscher haben ganz klare Prioritäten. Was nicht glänzt und man nicht essen oder trinken kann, kann man auch als stumpfen Gegenstand benutzen. Zerbrochener Panzerhandschuh der Zeiten.
epischer Talisman, eine uralte Reliquie Hales, die im Ganzen für zu mächtig gehalten wurde. Fragmente ihrer früheren Stärke liegen verstreut in den Welten. Abwehr 8. Leute, ich glaube, das Teil, so wie es hier steht, Fragmente ihrer früheren Stärke liegen verstreut in den Welten. Ich glaube, das Teil ist noch nicht fertig. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ein legendäres Item ist, was dann Abwehr 8 hat. Ja, und einfach Horn Heimdalls einfach mal Abwehr 10. Egal, ob da ein Zauberplatz drin ist. Ich glaube, wir bekommen da noch andere Sachen zu. Alright. Wohin gehen wir jetzt? Was kann ich hier sagen, Junge? Wir gehen in den Feierabend. Wie es hier weitergeht, was wir hier noch alles sehen werden, wo die anderen Bruchstücke des Dings, ich habe vergessen, wie es heißt, des Rüstung, der Armrüstung, der Zerfistung ist, das seht ihr alles in der nächsten Folge von God of War, Alter. Mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch irgendwie so, ne? Hinterlass mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Ich bin ein bisschen durcheinander, aber ich bin ja immer noch auf Recovery Course. Es wird schon wieder alles. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke, dass du da bist.